Also, hallo Leute, ich werde erst einfach auf Deutsch anfangen. Ich hab dieses Video nicht vorbereitet, ich werde einfach nur sprechen, damit es sehr natürlich ist und so. Also ja, wie ihr alle schon weißt, ich habe Deutsch vor einer Woche schon wieder angefangen, weil ich mich an einem Plateau in Hebräisch gefunden hatte. Und ich wollte einfach aufhören, Hebräisch zu lernen und ein bisschen Deutsch lernen, damit ich einen Weg um die Plateau finden könnte. Also, das ist jetzt eine Woche her, wie ich schon gesagt habe. Und ich möchte heute einfach über meine Erfahrungen sprechen. And I'm gonna speak in English afterwards to explain what happened. Also, ja, es gab Vorteile und auch Nachteile. Also, die Vorteile sind, ich hab eigentlich sehr viel gelernt. Es ist nur eine Woche passiert. Aber ich habe sehr viel in dieser Woche gelernt. Ich habe neue Wörter gelernt. Ich habe neue Grammatik gelernt und so. Und die ganze Erfahrung war sehr interessant und sehr gut. Und ich freue mich sehr, dass ich Deutsch schon wieder angefangen habe. Ich wollte Deutsch für eine sehr lange Zeit wieder studieren. Aber ich hatte nie genug Zeit, weil ich lernte immer eine andere Sprache. Und ich finde es sehr schwer, zwei Sprachen gleichzeitig zu studieren. Also ja, deswegen habe ich Deutsch nicht eine sehr lange Zeit studiert. Aber ja, also hat mich sehr gefreut. Und es gab auch Nachteile, wie ich gesagt habe. Also ein Nachteil ist, jetzt habe ich ein bisschen Angst, wenn ich Deutsch spreche, weil ich weiß jetzt, dass ich... Also ich wusste immer, dass ich auf Deutsch sehr viele Fehler gemacht habe, aber ich wusste nicht wirklich, wie viele Fehler ich gemacht hatte. Aber jetzt, dass ich diesem Buch schon wieder angefangen habe und neue Grammatikregeln und so gelernt habe, jetzt merke ich mehr von meinen Fehlern. Und also jetzt habe ich ein bisschen Angst. Also ich weiß, dass es nicht wirklich wichtig ist, von meinen Fehlern macht. Es ist nur wichtig, dass die anderen Leute dich verstehen kann. Also, wenn die Leute mich verstehen kann, dann kein Problem. Aber ich habe nur diese Hintergedanken. Ich denke, also habe ich das falsch gesagt oder habe ich das gut ausgesprochen und so. Aber ich glaube, nach einigen Tagen wird es schon wieder mir egal sein. Und dann werde ich einfach schon wieder anfangen, Deutsch einfach normal sprechen zu können, weißt du? Ohne zu viele Hintergedanken zu haben. Aber ja, also das waren die Vorteile und auch die Nachteile. Und ich werde auch sagen, ich werde dieses Video nicht wirklich viel bearbeiten, weil ich will, dass ihr seht, wie mein Deutsch natürlich ist. Also wenn ich die Videos sehr viel bearbeite, dann ist es nicht wirklich natürlich. Also das hier ist mein natürliches deutsches Niveau. Und also ich hab in mein letztes Video gesagt, dass ich wollte sehen, ob mein Deutsch sich verbessert hat. Also ich habe persönlich das Gefühl, dass mein Deutsch schon sich verbessert hat. Aber das müsst ihr mir sagen, weil ich weiß nicht, weil ich kein deutscher Muttersprachler bin. Aber ich fühle mich jetzt noch gemütlicher. Also in meinem letzten Video war es ein bisschen schwer, welche Wörter zu finden und so, aber jetzt fühle ich mich gemütlicher. Das muss ich sagen. Ja, jetzt werde ich einfach schon wieder Englisch sprechen. So, I started the video in German. I thought I should just get right to it. That is my German level now, after the week has passed. So in the video I was talking about the advantages and the disadvantages that I found throughout this week. So some of the advantages were that I do feel like my German has improved. I learned a lot of words and I found that I struggled a lot last week to find certain words and everything, but I don't know, today it feels a lot easier. Like after a week has passed, it feels a lot easier. Obviously there's still a lot of words that I don't know and I'm still struggling a bit, but I do feel like I have improved. And the disadvantages are,
well, at least one of them is. I do feel a little bit less confident with my German now because I'm a very modest guy, but going into this challenge, and because I knew beforehand that the one of the Aspel books that I was going to use is a beginner's book. So I went into it expecting it to be very easy, and I was like, yeah, I'm not going to learn anything until like lesson 50 or 55 or something. It's going to be easy. This will be a walk in the park. And then I remember I learned something in the third lesson, and I was like, wow, I was very humbled. But it's good because learning is always good, just because I'm more aware of the mistakes that I'm making. Whereas before, I knew I was making mistakes, but I wasn't really aware of them. Now I'm way more aware. So it's good because now I can work harder on fixing those mistakes, but it's kind of bad because, as I said, it made me feel a little bit less confident. But the important thing is, when speaking a foreign language, is that the person or people that you are talking to understand what you're saying. It doesn't really matter if you make mistakes. Everybody makes mistakes. Native speakers make mistakes. Mistakes mean that you're learning, and eventually you can correct those mistakes and move on. So I learned a lot throughout this whole process. I haven't studied German yet today. I've been watching German TV shows on YouTube all day, but I haven't actually sat down and actively studied it yet. But it'll either be today or tomorrow. That'll be the last day. I haven't decided yet. But after that, I'll be going back to Hebrew because my friend and I are going on a little trip. It's not that far. We're just going out of town, but we're gonna be staying in a youth hostel. So I'm gonna need to speak many different languages. And I always find that when I start studying a different language, even if it's a language that I already speak, there's like a 3-day period where I have to adjust into the new language. And this happened when I started learning German. The first 3 days were really hard. It was really hard to get my mind back into studying German actively. And the same thing will happen when I go back to Hebrew. So I'm trying to go back to Hebrew at least 2 or 3 days before I go to the youth hostel so that I have enough time to readjust back into it so that when I get there, it won't all be like jumbled up in my mind. Like I'll be able to like keep my thoughts straight and stay in Hebrew and stuff. So that is the plan. And I asked in German already, if you're a native speaker of German, please feel free to write in the comments whether my German has improved or whether it's gotten worse or stayed the same or whatever you think. All comments are welcome. And thank you for watching this video. And as I said, I'll be starting Hebrew again soon. And I'm hoping that I'll be able to post a Hebrew progress video soon. I've wanted to do it for a long time, but I just struggle a lot with Hebrew, and it's really hard to make a progress video when I don't have enough words. Anyway, thank you for watching this video, and more videos to come soon.